gilt die Beitragsentlastung für die Betriebsrentner ab 2020 auch für freiwillig gesetzlich Versicherte. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Klare Antwort: Nach dem neuen Gesetzesentwurf zur Beitragsentlastung oder Einführung eines generellen Freibetrags auf die Betriebsrente gilt dies nicht für freiwillig gesetzlich krankenversicherte Rentnerinnen und Rentner. Es steht ausdrücklich in dem Gesetzesentwurf von dem Herrn Spahn drinne, dass die Beitragsentlastung und dieser Freibetrag nur für krankenversicherungspflichtversicherte Rentner gilt. Also das ist eine ganz klare Regelung. Es gibt dort auch keinen Hinweis, dass das irgendwie für freiwillig gesetzlich Krankenversicherte gelten soll. Hier gilt weiterhin die Grundregelung des Paragraphen 240 SGB 5, dass de facto alles verbeitragt wird. Ja, was ist denn eigentlich 2020 mit der Betriebsrente geplant? Es wird ein neuer Freibetrag eingeführt, aber bevor wir mal darauf eingehen, sage ich Ihnen, wie jetzt noch die alte Regelung ist, 2019. Also hier 2019 gibt es eine Freigrenze, also kein Freibetrag. Freigrenze, ja, so. Und die beträgt bis zum 31.12. für 2019 75 Euro. Das heißt, wenn Sie mit Ihrer Betriebsrente unterhalb dieses Freibetrages monatlich liegen, als Auszahlungsbetrag, werden Sie nicht verbeitragt. Liegen Sie über der Freigrenze, und zwar 1 Cent drüber, wird die komplette Betriebsrente verbeitragt. Und zwar mit 14,6% Krankenkassenbeitrag und ca. 1% Zusatzkassenbeitrag. Das ist so ein Durchschnittspreis, der für die gesamten Krankenkassen in der Bundesrepublik gilt, der Zusatzbeitrag. Also hier 14,6% voller Beitragssatz plus 1% Zusatzbeitrag. Das nochmal so als Information. Das gilt bis zum 31.12. diesen Jahres. Ab 2020 haben wir die neue diesen Freibetragsregelung. Und zwar 2020 ist gleich Freibetrag. Und der Freibetrag beträgt ab dem 1. Januar 2020 159,25 Euro. Das soll 159,25 heißen. Was heißt das? Das heißt nicht, dass das hier eine starre Grenze ist, sondern das heißt einfach nur, dass von Ihrer Betriebsrente, wenn Sie mehr als 159 Euro haben, dieser Betrag erstmal abgezogen wird. Mache ich das mal an einem Beispiel. Wir nehmen einfach mal an, Sie haben 300 Euro monatlich Betriebsrente. Und dann sage ich Ihnen mal, wie hoch dann jetzt ungefähr der Beitrag aussehen wird, den Sie ab dem 1. Januar auf die Betriebsrente zu zahlen haben. Also, Beispiel, 300 Euro Betriebsrente. Davon ziehen wir diese 159,25 Euro ab. Ergibt im Ergebnis 140,75 Euro. Und aus diesen 140,75 Euro werden mit diesem Beitragssatz und dem Zusatzbeitrag, also 15,6% mal 15,6%, Ihr monatlicher Beitrag ausgerechnet. Und das ergibt dann relativ eindeutig 21,96 Euro. Das ist das, was Sie im Januar dann zu bezahlen haben am Beitrag. Bei gleicher Summe mit Freigrenze lege unter Zugrundelegung dieses Beitragssatzes Ihr monatlicher Beitrag dann bei, jetzt staunen Sie, 46,80 Euro. Wenn wir hier
300 Euro Betriebsrente annehmen für das Jahr 2019. Das heißt also, wir haben hier eine Verringerung des Beitragsaufkommens um über 50%. Also eine deutliche Beitragsentlastung. Kein schlechtes Ergebnis. Wir sagen, so kann es werden. Und ich denke mal, dann wird ein Großteil der Betriebsrentner tatsächlich auch wirklich entlastet werden. Und es tritt dann auch endlich der Rechtsfrieden ein, damit auch die vielen Klageverfahren und so weiter, die hier wegen diesen Betriebsrentenbeiträgen am Laufen sind, dann auch ein Ende haben. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.